Wenn Sie einen Termin haben, dann rufen Sie vorne an. 45 Grad drauf, ich mach auf jetzt. Woher haben Sie meine Nummer? Was sollte ich denn sonst sagen? Soll ich Sie rausschmeißen? Entweder Sie verlassen jetzt dieses Gebäude. Ich verlasse dieses Gebäude nicht. Gut, dann warten Sie hier, ich rufe dann kurz die Polizei an. Hey Leute, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Eventuell war gestern mal wieder der Ton bei der Kamera nicht an. Aber gut, egal. Ich erzähle euch jetzt kurz, was wir gestern gemacht haben. Ich habe Kahn gestern überrascht mit der Information, wir machen jetzt ein Spontan-Video. Und haben dann so getan, als würden wir Bianca nicht kennen. Und wie das ausgegangen ist, seht ihr jetzt. So, die Aufnahme müssen wir jetzt mal eben nachsynchronisieren, weil wir keinen Ton hatten. Hier erzähle ich Kahn gerade, was wir für eine coole Challenge vorhaben. Und natürlich wusste ich nicht, dass die Kamera läuft. Ja, doch, wusste ich schon. Und ich bereite gerade diese Fanta-Challenge vor. Ach ja, die kommt morgen online. Und da frage ich, was denn los ist. Und jetzt könnt ihr sehen, dass ich es ziemlich gut finde. Ja, was machen wir eigentlich? Wir tun heute den ganzen Tag so, als würden wir Bianca nicht kennen. Das gefällt Kahn natürlich ganz besonders gut. Ja, aber vorher muss ich natürlich erstmal abklären, was ich sagen kann, was ich nicht sagen kann. Damit ich auch Bescheid weiß, damit die Challenge nicht nach hinten losgeht und damit Bianca nichts merkt. Und ich glaube, es wird ziemlich witzig. Ja, hier bereite ich, wie gesagt, die Challenge vor. Hab mal wieder keine Ahnung von dem, was ich mache. Und jetzt gleich sollte der Ton auch schon wieder da sein. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, weißt du? Warte. Geh schon mal runter. Ich versuche, euren Sound aufzunehmen, weil ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich sieht. Und jetzt? Lache. Ja, ist blöd jetzt. Warum muss sie auch einfach hochlaufen? Weißt du, wie wir das machen? Sie geht doch bestimmt in ihr Studio. Ja, ich gehe davon aus. Du bleibst jetzt hinter mir. Ja, und du darfst nicht rein. Auf sie filmen. Film jetzt. Film den Sound. Ja. Ich schieße sie jetzt raus aus dem Studio. Ja, schmeiß sie noch raus. Schmeiß sie noch raus. Versteckt. Hallo. Ja? Hallo. Wo, was kriegt ihr für eine Challenge, Kahn? Kann ich ihm weiterhelfen? Warum musst du grinsen? Ich sehe dir das an. Kann ich ihm weiterhelfen? Was macht ihr? Ich würde Sie bitten, bitte das Gebäude zu verlassen erstmal. Sie können... Boah, ey, klar, Kahn, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch ein bisschen... Sie können hier nicht, verzeihen Sie, aber Sie können nicht einfach hier in ein Gebäude rein. Ich weiß auch nicht, wo Sie den Schlüssel haben. Den nehme ich jetzt direkt erstmal wieder mit. Nee, gib mir mal. Hallo. Das ist nicht. Arbeiten Sie hier? Ich habe ein Bewerbungsgespräch hier im DIY-Studio. Woher wissen Sie, dass das ein DIY-Studio ist? Ja, weil ich kenne. Boah, ey. Was ist. Leute, ohne Mist, ey. Es ist jetzt die letzte Warnung. Entweder Sie verlassen jetzt dieses Gebäude. Ich verlasse dieses Gebäude nicht, bevor ihr mir nicht sagt, was Sie für eine Challenge steht. Gut, dann warten Sie hier. Ich rufe dann kurz die Polizei an. Ja, rufe die Polizei an. Türsteher wirst du nicht, ne? Ich habe doch nur versucht, nett zu sein. Was sollte ich denn sonst sagen? Soll ich sie rausschmeißen? Soll ich sie jetzt hier... Ja, keine Ahnung. Sie muss auch raus. Ich nehme einfach jetzt ihre Handtasche und bringe sie vor die Tür. Ja. Okay? Aber bleib in Entfernung. Ja. Bleib erstmal hier. Ja, es tut mir leid, aber wenn Sie nicht wollen, dann müssen Sie da hin. Hey, Walker, hey, komm mit. Hallo. Ich bin in meinem
meine Tasche und meinen Schlüssel wieder? Hallo? Kann das nicht? Ich muss das nicht jetzt immer aufhören. Das sind gefühlt 40 Grad. Ja, aber sie merkt, dass das irgendwas ist. Ja, natürlich. Sie weiß doch, dass wir sie kennen. Sie ist ja nicht. Ja, aber gut. Also, sie hat noch nicht rumgeschrien. Ja. Lassen wir sie jetzt warten oder was machen wir jetzt? Ja, ich würde mein Handy holen. Sie würde uns ja gleich anrufen, oder? Oder wird sie Eva anrufen? Ich weiß es nicht. Okay, pass auf. Okay. Mit meinem Handy. Und wenn sie anruft? Wir warten jetzt. Ja, falls sie anruft, ne? Unbekannte sagen. Nummer. Kennen wir nicht. Gut. Also, wir gehen ran, aber sagen hier, ich gebe die Nummer weiter. Ja. Ist okay? Gut. Ist gut. Sie ruft mich an. Warte. Ja, hallo? Ja, kannst du jetzt mal die Tür aufmachen? Ich bin 40 Grad draußen. Mach auf jetzt. Woher haben Sie meine Nummer? Kahn, mach jetzt bitte die Tür auf, gib mir meinen Schlüssel wieder und mach bitte einfach die bitte Tür löschen, auf. Bitte löschen Sie diese Nummer. Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Weh, du legst jetzt auf. Jetzt mach die Tür auf. Nö, mach ich nicht auf. Aber das ist alles deine Schuld. Meine Schuld ist das nicht. Du hast mich dazu gezwungen. Ich war nur dabei, die Fanta-Challenge vorzubereiten und du hast sie jetzt rausgeschmissen. Ja, ich hab dich zu allem gezwungen. Jetzt habe ich sogar ihren Schlüssel. Und noch einen anderen Schlüssel, keine Ahnung. Also ich habe ihr auch, glaube ich, irgendwas von zu Hause noch weggenommen. Frech. Ja gut, es ist ja sicher bei mir. Ja. Mein Schlüssel und mach die Tür auf. Ist das Sprachnachricht? Oh, sie ruft an, sie ruft an. Mach auf Lautsprecher. Hallo? Ja, hier, Daniel, mach mal bitte die Tür auf. Kahn hat mich ausgesperrt hier unten und meinen Schlüssel weggenommen. Was sind? Ich kenne die Nummer nicht, Entschuldigung. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin's, Bianca. Ja, Bianca. Du kennst meine Nummer nicht. Jetzt mach mal bitte die Tür auf, ich stehe unten vom Eingang vom Studio. Es tut mir wirklich leid, aber hier könnte jeder anrufen und sagen, dass ich irgendwen reinlassen soll. Also würdest du mich an meiner Stimme nicht erkennen, außer hast du meine Nummer. Jetzt hör mal auf, Leute. Es tut mir, ich weiß nicht, weil ich kenne die Nummer nicht, wirklich nicht. Und wir sind auch vollzählig. Mach die Tür auf. Wo wollen Sie denn? Was macht denn ihr für die Challenge? Da rufe ich jetzt Eva an. Ich lege jetzt auf, ja? Also wenn Sie mir irgendwas andrehen wollen, ich lege jetzt auf. Ich blockiere auch die Nummer. Ja, das war fies. Das war fies. Hast du gesagt, sie ruft Eva an? Ja, weißt du denn überhaupt Bescheid von der Challenge? Also hast du ihr gesagt, dass das? Ja, super. Nee. Ja, toll. Dann geh mal nach unten, guck mal, ob du es noch hinbekommst. Ja, los. Eva? Ja. Eva, ist das dein Schlüssel hier? Oder? Welcher? Die beiden Regeln kannst du auch in den Konzerten geben. Das ist deiner, ne? Ja, das ist mein Schlüssel. Ja. Genau. Mit dem kleinen Schlüsselchen. Das ist Bianca. Ich glaube, das ist also, hier auch. Also, das ist kein Problem. Wenn das Wetter zu Kopf gesteht, ja, das ist kein Problem, wenn deine Freundin vorbeischaut oder so. Ne? Aber sie müsste sich vielleicht ankündigen. Weil, wenn jetzt jeder hier reinkommt. Oh, weil, ich geh zu dir runter. Ja, geh zu dir runter, mach mir einen Kaffee. Ja, ich meine, es ist ja in Ordnung, dass das ein Freund von mir ist. Ja, das kennst du auch. Was macht ihr? Als ob sie es nicht schon gemerkt hat. Auch wenn ich auch wirklich die Kamera so halte. Ja. Als ob sie es nicht merkt. Ich weiß doch auch nicht. Es war jetzt ein bisschen blöd mit dem Timer. Weißt du was? Du hast es uns eingebrockt. So, Kamera. Muss ich mich jetzt... Ja, du musst dich drum kümmern. Weißt du was? Weißt du, wie du das lösen kannst? Du kannst jetzt nach... Nee, weißt du was? Ich gehe jetzt nach unten. Mhm. Ja, komm mal mit. Komm. Ich habe eine super Idee. Okay. Glaub mir. Okay. So wird's noch klappen. Okay. Bianca? Ich wurde dazu gezwungen. Das war alles dann ja. Hey!
Ey, du bist doch echt daneben. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich wusste, ihr habt eine Challenge gedreht, oder? Ja. Boah, ey, ihr macht mich, weißt du, es gefühlt 40 Grad draußen sind oder so. Wir tun, als ob wir Bianca nicht kennen. So ein spontan Video. Ja. Nee, war witzig, aber ich wusste, dass ihr eine Challenge dreht. Ich hab's einfach geahnt. Weil. Nee, das ist ja unlogisch, dass ihr mich nicht kennt. Ja. Also wäre ja relativ unlogisch. Und Eva hat jetzt bestimmt die Challenge platzen lassen, oder? Ja, Eva. Ja, wer wollte. Dann informiert mich ja, mal. Entschuldigung, ich bin ein bisschen dumm. Ich hab vergessen, Eva einzubeißen. Und ja. Sie hätte jetzt so. Also ich habe gar nicht dran gedacht, dass sie auch noch anruft. Dazu sage ich nur. Egal. Nein, alles gut. Bloß, ich bin gerade so fertig heute. Und dann natürlich jetzt noch das, ne? Ich hab mich gerade echt so kurz. Weil ich stand auch da draußen wie so ein, keine Ahnung, verlorenes irgendetwas, stand ich vor der Tür. So, und irgendwie haben mich alle angeguckt und ich stand da mit meiner Tasche. Als wäre ich irgendwie wirklich eine Fremde und wollte da rein oder so. Oder und wie hast du es empfunden, Eva? Komisch. Sehr verwirrt. Du wusstest ja nichts, ne? Nein, wäre ich jetzt immer noch draußen. Ja. Nein, wir waren gerade auf dem Weg runter und wollten Eva Bescheid sagen, weil du hast ja gesagt, du rufst jetzt Eva an am Telefon. Ja. Ich habe Eva nicht Bescheid gesagt. Ja, das ist gut, dass Eva nicht eingreift. Ja, du brauchst gar nicht so grinsen hinten. Ich habe ja schon dein Grinsen vorhin gesehen in deinem Gesicht. Ich war ganz unschuldig. Ja, ich bereite gerade die Fanta-Challenge vor. Ich habe trotzdem gesehen, wie du gegrinst hast. Da musste ich nämlich das Grinsen verkneifen. Ich wusste, dass irgendwas hier nicht Nein, es war nicht meine Schuld. Ich habe eigentlich gesagt, guck mal, darf ich ehrlich zu dir sein? Ne? Ich habe eigentlich gesagt, Danja, mach das nicht. Ich habe gesagt, das können wir Bianca... Hast du ihn jemals sagen hören? Ich hab gesagt, Bianca hat sowas nicht verdient. Und was hast du darauf gesagt? Natürlich hat sie es verdient. In letzter Zeit macht sie sowieso nur Ärger. Und deswegen hat sie das gemacht. Also ich wollte das wirklich nicht. Nein, das war Evas Idee. Ja, jetzt ist Eva schuld. Eigentlich war es meine Idee. Ich dachte, ich versteck mich mal selber und so. Guck mal, was für ein Shirt du anhast und wie du heute drauf bist. So. Ja, egal. Dein Shirt sagt was? Und was sagst du zu diesem spontanen Video? Ja, habe ich auch gerade schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, das ist schon Obwohl gesagt. Es dann ja schuld war, ne? Können wir das einmal nochmal für die... Ja, es war meine Schuld. Ich habe diese Woche die ganzen gemeinen Challenges gemacht. Ist euch das mal aufgefallen? Nein, also... Das stimmt, ne? Eigentlich... Boah. Nein, also ich würde das wirklich nicht machen. Sie hat uns auch in Winterklamotten und so gesteckt, ja, ne? Ja, guck! Sie ist eigentlich Kahn! Ja, ich bin eigentlich Kahn. Leute, wenn es euch gefallen hat, dieses kleine spontane Video, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, ich kläre das jetzt mit den Beinen. Ciao!